Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. In der letzten Folge ist Marlene gefallen und ich stehe vor dem allerletzten Endboss, glaube ich. Das weiß ich ja immer noch nicht ganz richtig. Bevor ich jetzt dort aber weiter reinlaufe, möchte ich mir auf jeden Fall einmal noch... Möchte ich die alte Frau zur Arbeit zwingen, die Tote, die jetzt hinüber ist. Und einmal hier gucken. Okay, das sind... Ah, ich krieg tatsächlich ihr Schwert. Löst Blutverlust aus. Und von ihm... Boah, die Axt. Königliches Brüllen. Erhöht mit mächtigem Kriegsgebrüll die Angriffskraft und stampft auf den Boden, um eine Schockwelle zu erzeugen, die sich nicht blocken lässt. Solange das Talent aktiv ist, wird der starke Angriff als Sprunghieb ausgeführt. Stärke D. Okay. Das macht ihr Schwert. Stärke E. Geschicklichkeit C. Mhm. Und hier kriegt man nur ein paar Zauber. Ja, könnte witzig sein, aber vielleicht die Axt. Thorax-Erschütterer. Glaube. Eine Anrufung. Okay. Tanz der Kraniche. Einzigartiges Talent. Tanz der Kraniche. Führt eine Reihe einbeiniger Sprünge für eine schnelle und elegante Schnittkombo aus, die an Walz des Kranichs erinnern. Durch wiederholte Eingabe könnt ihr zwei weitere Angriffe ausführen. Jetzt wissen wir, wie das Ding tatsächlich auf Deutsch heißt. Das heißt nicht Wassergeflügeltanz, sondern es heißt Tanz der Kraniche. Für uns wird es auf ewig der Wassergeflügeltanz bleiben. Nun gut. Jetzt wurde mir gesagt, dass es ja noch so Nachtbosse und sowas gibt. Da schauen wir uns jetzt mal einen an. Nee. Das sah von oben gar nicht so tief aus. Oh Mann. Wow. Habe ich dich schon gelootet? Ja, sieht so aus. Was ist mit ihm? Holy shit! What the fuck? Ey! Was zum... Holy... Was? Nee! Hören Sie bitte auf! Nee, 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 nee! Seit wann greifen die einen an? Ah!
Silberner Spiegelschirm. Und wer bist du? Hallo? Kann ich sie aufwecken? Ich darf hier nicht hauen. Oh, ich wollte sie mit einem. Ich wollte sie aufwecken. Vielleicht ist sie nachts wach. Es interessiert mich kurz, was der Spiegelschirm macht. Mittlerer Schild. Einfach nur ein Schild? Kein Talent. Was? Sogar ein sehr schlechter. Hä? Das ist irgendein Questgegenstand, oder? Muss ja fast. Kennst du Latenna aus Liurnia? Mit einem Wolf nach einer Höhle? Nee. Kann ich mich jetzt nicht entsinnen. Hallo, wachen Sie nachts auf? Anscheinend nicht. Guten Tag, ich habe gehört, hier soll es einen dunklen Ritter geben. Die Dame ist das Ziel ihrer Questline, okay. Hey! Ich glaube, ich muss erstmal den hier verprügeln. Wow! Holy shit! Passt dir nicht so, ne? Aua! Was? Ach so, es bricht zusammen. Okay. Danke. Flippo, grüß dich. Hi. Da will ich eigentlich gar nicht rein. So. Meister Schwarzer Ritter, wo sind sie? Streift der einfach hier irgendwo durch die Gegend, oder was? Da drüben? Nee, das ist der rote. Den habe ich schon bezwungen gehabt. Lol. Hallo.
Doch da drüben? Nee. Am Fluss? Nee. Bist du ein schwarzer Ritter? Nein. Ein schwarzer Reiter. Wir sind auf der Suche nach einem schwarzen Reiter. Hier nicht. Gut, also dann doch auf der anderen Seite wahrscheinlich eher. Hier unten am Fluss. Ach, guck mal. Was bist du denn? Ah, ein Todesritenvogel. Ey, ich will nicht den. Aua. Okay. Ich dachte, da kommt ein schwarzer Reiter und nicht ein Todesritenvogel. Na, immerhin feuert es. Geht jetzt schon wieder die Sonne auf? Sag mal, wie schnell die Nacht hier vorbei ist. Nee, jetzt war ich zu spät, oder? Ja, war ich. Ihr haut ganz schön Schaden raus, ey. Komm mal wieder runter. Danke. Sprenggeisterflamme. Okay, jetzt muss ich ganz kurz wissen, ist hier jetzt noch ein schwarzer Reiter? Ich war wirklich der festen Überzeugung, wir suchen hier eher nach einem schwarzen Reiter und nicht nach einem Todesritenvogel. Hallo. Es
gibt auch schwarze Reiter in diesem Gebiet. Okay, erscheinen die genauso random wie der Todesriedenvogel oder sehe ich den aus der Entfernung? Guten Tag. Kennen Sie zufällig einen schwarzen Reiter? Nein? Okay. Dann nicht. Inner Concentrated Snowfield Grace. Inner Concentrated. Inner. Inneres. Der muss ja dann hier irgendwo sein. In der Mitte wahrscheinlich. Südlich des Flusses. Okay. Okay. Ach nö. Wo ist er, der Kumpel? Wo ist er? Anastasia. Wo bist du? Anastasia, komm jetzt her. Hallo? Kann ich... Nee. Hä? Wo ist sie denn jetzt? Ah, hi. Hey, dich habe ich doch schon besiegt, oder nicht? Dich habe ich doch schon mal besiegt. Unnützes Weib. Da. Hier müsste irgendwo eine Grace sein. Ah ja, da ist ein Reiter. Alrighty. Aber jetzt hätte ich gerne erstmal die Grace. Hm. Dunkelkavallerist. Hey.
Gegen die will ich eigentlich eher mit Schwert kämpfen. Glaube ich. Würdest du mir einen Gefallen tun und ganz kurz chillen? Natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Okay. Läuft. So, Jungs. Da ist noch einer. Ein neuer Move. Seit wann können eure Pferde denn sowas? Aua. Okay. What? Die geben 240? Nee, 84. Dunkelkavalleristenhelm. Rüstung. Läuft. Cool. Nee. Parfümeursbolzen. Oh, Parfümeur. Mein guter Parfümeur. Ich will nur kurz an euren Loot. Aber ihr würdet mich davon abhalten wollen, ne? Deswegen. Jetzt. So. Hallo?
Oh, ich muss erst die Boys da vorne killen. Na, das ist ein bisschen doof jetzt. Hoppla. Aha, stehen bleiben. Fließendes Krummschwert. Alles Schmutz, sage ich euch. Alles Schmutz. Das einzig wahre Schwert ist das schwere Schwert der Getreuen. Das einzig wahre Schwert in diesem Spiel. Alles andere ist Schmutz. So, wo ist... Lol, die Hunde jagen den unsichtbaren Käfer. Das ist ja witzig. Geil. Wo ist diese Gnade, die mir noch fehlt? Lass ich den Einzelnen jetzt hier leben oder soll ich ihn von seinem Leid erlösen, nachdem er jetzt keine Kumpels mehr hat? Ja. Wir lassen ihn leben. Nee, da oben nicht. Da bin ich ja dann schon bei der Gnade. Es muss ja hier irgendwo sein. Hä? Ach Leute, egal. Halb so wild. Halb so wild. Wir haben noch ein Vögelchen besiegt. Noch ein bisschen runter vom Zeiger. Okay, ja, du. Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt, hier jetzt als Zwiebelritter rumzulaufen, ehrlich gesagt. Aber es sieht ganz nett aus. Ich probiere mich nochmal an dem Kumpel. Ja, Bildschirm, blende er mich bitte. Bitte mehr Blendung, danke. Ich glaube nicht, ich glaube, ich kann einen Heiltrank mehr statt Mana nehmen. Aber sicher bin ich mir nicht.
Ah, wie schnell er da manchmal wird. Eigentlich. Oh. Oh. Wenn man auf Ausweichen drückt und nichts passiert. Weil man, keine Ahnung, ein Frame zu spät dran war, aber gefühlt im richtigen Moment, aber es war schon der Frame, in dem er zugestochen hat. Ärgerlich. Was habe ich eigentlich für... Der macht ja nicht Blitz, das war ja Quatsch. Machen wir lieber das rein. Und... Genau, dann wollte ich noch... Weil... Wann benutze ich sie sonst, ne? Etwas ärgerlich, dass mich das getroffen hat. Weiß ich nicht. Hier, während der Rolle, ne? So, und jetzt wird er wild. Da war schon wieder ein Moment dabei, in dem ich Rollen gedrückt habe und trotzdem getroffen wurde. Weil ich vom Timing her da anders bin. Und ich glaube, manche seiner Angriffe treffen mich, obwohl ich in der Rolle bin. Kann das sein? Obwohl, währenddem ich in iframe, helfen die iframes da nicht? Gibt es eine Attacke von ihm, die durch iframes durch mich treffen kann? Ich habe das Gefühl, dass es so ist, aber sicher bin ich mir nicht. Aua, alles explodiert. Oh. Schlecht.
Ja, kein Mana mehr gehabt, keine Fokuspunkte mehr. Da ist das Fenster ziemlich kurz, wenn er AOE macht. Ja, irgendwie sowas, ne? Das Fenster ist ziemlich klein, ja. Irgendwie, also da habe ich da auch das Gefühl, ich habe sogar noch eine Rollanimation, also die Animation ist noch nicht vorbei und trotzdem kriege ich da einen Schaden. Ganz komisch. Nein, zu früh. Ach, Mist, ey. Alter, du bist eine verdammte Drecksratte. So aus deinem Teleport raus mir dann voll eine mitgeben, ey. Okay. War's das? War's das? Es kommt kein GG aus dem Chat, also wird's das nicht gewesen sein. Was bist du? What the fuck? Ich habe das Gefühl, dass ich gegen dich eine Keule brauche. Was tut er? Was tut er? Was tut er? Es ist ein riesengroßer Gegner. Nein! Alter, ich treffe ihn nicht, ne? Weil er viel zu groß ist. Hallo? Hören Sie bitte auf, was auch immer Sie tun. Keine Ahnung.
Oh Mann, ey, die erste Hälfte ist mit AOE-Zeug und dann haben wir einen zu großen. Oh Gott, ey, warum? 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 Warum kann nicht Marlene die letzte sein, die man killen muss? Sondern es ist schon wieder AOE, gewaltige Riesen-AOE und ein zu großer Gegner, den man nicht sehen kann. Warum? Warum? Scheiße. Ah ja, Miku, passiert. Kann man nichts machen. Alles okay. Ich hätte es mir auch denken können. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass das Spiel mich nicht am Ende wieder mal vor einen zu großen Gegner setzt. Sehr ärgerlich. Ich glaube, ich brauche aber die Keule. Ich muss im Kampf auf die Keule wechseln, glaube ich. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Weil der Große ist ein bisschen langsamer, da kann ich vielleicht die Waffe wechseln. Ärgerlich. Okay, da kommen so ganz wilde. Gut, da werde ich noch ein bisschen. Ist natürlich, ja, Miku, ist natürlich schade, dass es beim Endboss jetzt passiert ist, ne? Aber ich kann nicht, ich kann die Keule nicht nehmen mit der Rüstung, ne? Ich muss es, glaube ich, anders machen. Ja, ich kann nicht einfach schnell auf die Keule wechseln, das geht nicht. Ich glaube, ich muss es hier mitmachen. Nicht wirklich nachgedacht. Du, wie gesagt, das. Das passiert auch mal und ich mach's ja live, ne? Da muss ich mir auch im Klaren drüber sein, dass sowas mal passieren kann. Hatten wir ja, glaube ich, bei verschiedenen Dark Souls und so war das ja auch ab und zu mal Thema und ist mal passiert, so alles easy. Immerhin hast du nicht geschrieben, da kommt ein riesengroßer Gegner. Die zweite Phase ist ein viel zu großer Gegner, bei dem man nicht sehen kann, was er tut.
Ach, come on. Uah. Dass eine zweite Phase kommt, ist stark zu erwarten. Bei weiß ich nicht. Also, die meisten Leute haben gesagt, der Endboss ist einfacher und Marlene ist der schwerste Gegner. Also, ich hätte nicht unbedingt eine zweite Phase erwartet. Also, nicht hundertprozentig. Ja, man kann. Es ist schwer zu erwarten. Ja, das stimmt. Schon wieder zu früh. Das ist derselbe Move wie dieser Löwenboy, ne? Wenn er stampft. Nur beim Löwenboy war es halt. Sah es ein bisschen anders aus. Komm, ey. Ach, komm, ey. Aber man kann eigentlich super sehen, was er tut. Und wann er zuschlägt, wann man ausweichen muss, ist schön erkennbar. Aber ich drück zu spät jedes Mal. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß nicht, ob der Controller da, ob das zu spät beim PC ankommt. Gefühlt bin ich richtig, aber keine Ahnung. Also ich muss ehrlich sagen, alle Bosse in Elden Ring fühle ich mittlerweile nicht mehr für die Challenge. Nicht mehr wirklich, weil... Das ist, der Rest ist alles, ich weiß nicht, das lohnt sich nicht. Die meisten habe ich schon mehrfach besiegt mittlerweile. Also es wäre natürlich irgendwie witzig zu sagen, man hat das getan, aber muss ich jetzt auch nicht haben, ne? Alle Typen gesehen. Ja, und alle besiegt. Also vor allem klatsche ich die halt mittlerweile. Ich bin überlevelt für alles, außer Endboss, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube nicht, dass ich fast alle besiegt. Ja, bis auf diesen einen. Oder fehlt noch was anderes, ne? Nee, ich glaube, das hier ist der letzte. Der hier halt, ja. Genau, okay. Der schnelle Tritt ist schon auch mies, ey. Shit. Hast du ja auch die ganzen coolen optionalen Bosse und Gebiete. Ja. Wie gesagt, also... Wenn noch irgendwas offen wäre, wo man sagt, hey, ach verdammt,
Habe ich gesoffen, weil ich dachte, es kommt kein zweiter Schlag hinterher. Wenn ihr denkt, ich sollte mir noch irgendwas angucken, irgendein Gebiet, irgendwas, keine Ahnung, haut's ruhig her. Ich guck's mir gerne noch an. Ich bekämpfe gerne noch den ein oder anderen Boss. Ich glaube, Heldengräber gibt's noch das eine oder andere. Eins, glaube ich, noch. Eins? Wie viele gibt's insgesamt? Vier? Dann habe ich, glaube ich, drei gemacht. Die hatten ja... Fünf gibt's, dann fehlen noch zwei. Ich glaube, drei habe ich gemacht. Ja, ziemlich sicher. Die haben immer ganz coole Mechaniken innerhalb des Dungeons. Vielleicht macht es auch Sinn, langsam mal Sekiro anzufangen, ja. Oh oh. Ganz schlecht. Ah, verdammt. Endlich Sekiro anfangen klingt auch gut. Ja, heute Abend nicht, aber vielleicht am Samstag. Genau, dass ich Elden Ring dann so, dass ich Elden Ring so nebenher mache, so wie ich Dark Souls dann neben Elden Ring gemacht habe und Sekiro dann das regelmäßige Ding wird. Ich meine, ich habe ja jetzt noch Dark Souls 2, das Dark Souls 2 ärgert mich echt am meisten. Da habe ich am wenigsten Lust zu. Es ist kein schlechtes Spiel, aber in manchen Ecken finde ich es dann doch schon ein bisschen arg mies. Aua! Unnötig. Scheiße, falscher Moment. Scheiße! Jetzt hat mein... Jetzt habe ich schon wieder zu schnell hintereinander die Trigger gedrückt, ne? Scheiße. Vercheckt. DS2 könnte halt auch wirklich einfach nur Troll heißen. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe sowas von rechtzeitig zweimal gedrückt gerade. Wollte er nicht akzeptieren als Ausweichen. Alter, ich drück doch.
Schon wieder gedrückt. Scheiße, da dachte ich, mein Angriff kommt noch durch. Jeder Tod in Dark Souls 2 fühlt sich irgendwie getrollt an. Ja, nee, ganz so schlimm war es jetzt, finde ich, nicht. Also nicht jeder Tod, aber es ist schon gerade in der letzten Aufnahme, die wir hatten. Oder die ich gemacht habe. Ich glaube, Miko, du warst da dabei mit diesen zwei Skeletten auf der Brücke, die von einem gigantischen Riesengroßschwert einfach absolut unbeeindruckt sind, weil sie mit ihren Pissschildern, die sie vor ihr Gesicht halten, einfach jeden Angriff blocken. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach komm, so viele, die hier vorbeigehen, das gibt's ja gar nicht. Jetzt hat Lee. Ja, unverdient. Die Kills in Dark Souls 2 fühlen sich einfach unverdient an. Oh, das hat getroffen. Lol. Man hat teilweise nicht das Gefühl, man hätte einen Fehler gemacht. So. Keule. Habe ich drin. Okay. Keule wechseln. Zweihändig. Heiltrank. Brauche weniger Heiltränke. Weniger Mana-Tränke. Ich habe jetzt noch zwei übrig. Alter, what the fuck? Alter, was zum... Was ist das? Och Mann, ey! Nee. Oh Mann! Es ist so eine Kacke, ey. Das ist der Endboss wirklich. Ich habe nur einmal saufen müssen, ne? Müsste reichen. Also dieser Zwischengegner Radagon, den finde ich ganz cool. Das passt soweit. Das ist ein bisschen nervig mit diesem AOE-Zeug, aber die anderen Attacken sind mega geil, wie er sich bewegt und alles ist mega cool. Aber dieses komische Ding da am Ende, diese leuchtende Schleimschnecke. Den Stuhl gepackt und gegen die Wand geschmissen. Wow. Okay.
Also er hier ist cool. Mag ich. Ist mit der Mucke geil, die Umgebung ist geil, seine Attacken sind ziemlich cool, auch wenn es AOE-Zeug ist, was ich nicht so geil finde. Aber es ist zumindest halbwegs gut lesbar. Man kann dem super ausweichen. Es ist mega gut erkennbar, was hier passiert. Und wenn ich dann meine, ich muss angreifen, obwohl dann ein zweiter Angriff kommt, bin ich ja sowas von selber schuld. Upsala. Schon wieder gedrückt, aber irgendwie wollte das Spiel nicht. Aber dieses andere Ding, zu groß, AOE, finde ich nicht geil. Nee, ist kein cooler letzter Fight, leider. Kein cooler letzter Fight in Elden Ring. Ich weiß nicht, warum man sowas machen muss. Ein interdimensionales Wesen hätte man auch ein bisschen anders machen können, denke ich. Ja, das hatte Marlene ja auch. So einen Modus. Wenn man die erste Phase sehr gut geschafft hat, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sofort Geflügel macht. Wassergeflügeltanz. Aua. Naja, zu viel. Ich musste gerade in den Tränken rumwühlen. Ich habe nicht aufgepasst, dass ich keine Fokuspunkte habe. Hey, Marius, grüß dich. Hi. Marlene ist gefallen. Ja, richtig. Heute nach 45 Minuten, weniger 42. Nach ungefähr 42 Minuten ist Marlene gefallen heute. Mit der Keule habe ich sie verprügelt. Sie war ein bisschen gnädig. Sie hat in der zweiten Phase keinen Wassergeflügeltanz gemacht. Alles andere konnte ich ja. Relativ easy. Habe ich relativ schnell gelernt gehabt und so, ne? Ey! Ey! Legen Sie sich auf die Knie vor mir. Und in die Luft, genau. Das habe ich erwartet. Zu spät gedrückt. Selber schuld. Ah, zu spät gedrückt. Gut, aber ja. Mal schauen. Es geht erstmal darum, die erste Phase zu üben. Ja, genau das tue ich. Und vielleicht starte ich am Samstag schon Sekiro. Und übernächsten Samstag, Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, nochmal die Info hier an dieser Stelle. Ich werde einen weiteren Dark Souls 1 Run starten und
die Challenge dabei ist, damit es ein bisschen spannend ist. Den 25. Ja. Müsste der 25. sein, ja. Wollte eigentlich heute ein YouTube-Video dazu machen, das habe ich aber irgendwie verpeilt, vergessen, wie auch immer. Ich war am Videos schneiden und habe dann nicht dran gedacht. Und die Challenge dabei ist, dass ich durchgehend menschlich sein muss und ich spiele online. Also was heißt durchgehend? Immer wenn ich menschlich sein kann, werde ich menschlich sein und ihr könnt invaden. Das wird die Aufgabe sein im nächsten Dark Souls 1 Run mit au, au! So viel Damage? Holy shit! Immer wenn ich menschlich sein kann, werde ich menschlich sein in Dark Souls 1 und ein All-Bosses-Run wird es werden. Ich weiß nicht, ob wir komplett Dark Souls 1 an dem Samstag schaffen. Wahrscheinlich nicht. Oh, eigentlich hätte ich diesen Samstag mehr Zeit, aber mir wurde gesagt, ich soll es mit Ankündigung machen auf YouTube, ne? Ich will keine Humanity farmen. Miko, mit sowas fangen wir nicht an. Och, wie viel Damage das macht. Wenn du Mensch sein musst, nein, wenn ich kann. Also es geht schon, die Hauptaufgabe ist All Bosses, also alle Bosse killen. Und der drauf ist schon besser. Aber ich habe diesen Samstag eigentlich mehr Zeit. Nee, es wird schon der drauf, es wird schon der 25. Das Hauptziel ist schon alle Diablo 4 LAN-Party. Och, echt? Ist Diablo 4 cool mittlerweile oder wie? Kann man das? Ja, neue Season, okay, aber ich habe eine Season probiert und die war Schmutz. Das hat keinen Spaß gemacht. Nicht verhauen. So, Keule, zweihändig.
Und machen wir Eis drauf? Keine Ahnung. Vielleicht. Warum nicht? Wenn ich es gerade schon ausgerüstet habe. Komm mal her, mein Guter. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Hallo, hör auf, mich anzupackeln. Und tot. Wow. Er kommt einfach, er fängt direkt an, mich mit Feuer-AOE anzupissen von oben aus seinem komischen Pimmelkopf. Oh Mann, ey. Was eine hässliche Kackbratze. Haben auf die Spieler gehört. Also Diablo 4. Irgendwie hätte ich ja vielleicht schon noch mal Lust reinzugucken, aber ich bin aktuell so hart beschäftigt mit den ganzen YouTube- und Stream-Sachen, dass ich gar keine Zeit habe, was anderes zu tun, als die Dinge, die ich für Twitch und YouTube tun möchte. Ja, klar. Nee, och Mann. Scheiße. Keine wirklichen Season-Inhalte, sondern nur Anpassungen in Bezug auf Kritik. Ich habe ja eine Season gespielt, den Anfang davon, und dann war plötzlich, hatte ich neue Sachen drin, so keine Ahnung, hat mich total... War total Banane, so Season-Dinger, die ich dann nur in der Season benutzen konnte mit einem Charakter, den ich... das war so weird. Ich habe gar nicht verstanden, was das soll. Keine Ahnung, also anscheinend habe ich komplett unnützerweise einen Charakter durch die Story gespielt, weil ich dann nochmal von vorne anfangen musste oder sowas. Ich habe das nicht verstanden, das Ganze. Ich will ja meinen Hauptcharakter durch alle Seasons durch mitnehmen, oder nicht? Oder funktioniert das bei Diablo so nicht? Ich habe euch gehört, ich komme gleich. Ich muss jede Season einen neuen Charakter machen? Das ist doch scheiße. Das war doch nicht schon immer so. In 4 musst du für jede Season einen neuen machen. Wie dumm ist das? Was ist das für ein Mist? Da habe ich doch keinen Spaß. Da kann ich ja nicht dauerhaft einen Charakter hochspielen. Das finde ich dumm. Finde ich nicht geil. Nee, für Casual Player. Ich bin Diablo Casual Player und finde das nicht geil. Alter, kannst du mal aufhören jetzt? Hallo? Stoppen Sie Ihren AOE-Angriff, Herr Radagon. Hör auf mit der Scheiße. Das ist nicht cool, das macht keinen Spaß. Das hat bei keinem Boss Spaß gemacht und es macht auch keinen Spaß bei dir. Magische Grütze da, ey.
Ich habe gehört, Magie ist für Noobs, Herr Radagon. Wo ist denn das für einen Casual-Player? Ist das ansprechender, wenn du jede Season einen neuen Charakter machen musst? Was ist denn daran bitte ansprechender? Ich will doch einen Hauptcharakter durchleveln. Ich verstehe den Sinn nicht. Nicht. Was muss ich tun? Wo muss ich hin? Hör auf, mich anzubrutzeln! Himmelkopf! Aufhören! Hässlicher Pimmelkopf! Hör auf mit diesem Unsinn! Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich verstehe es nicht. Und ich erkenne auch nicht, wie weit er weg ist. Keine Ahnung. Genauso wie alle anderen wieder rein und fühlt sich nicht zurückgeworfen. Was? Was ist das jetzt? Ich sehe nichts. Oh oh, ich glaube, ich sollte hier raus. Hässlicher Pimmelkopf. Ich vermute mal, der kann nicht bluten. Oder doch? Ah, endlich. Wo ist dein kritischer Punkt? Da vorne? Nee. Da hinten. Was? Hier? Okay, hier. Der Pimmelfisch. Penisfische. Kennt ihr die? Hässlicher Bock mit deinem Magie. Ich weiß nicht wohin. Hilfe! Ataki, komm immer noch hinter mir her! Haut ab! Hilfe! Hilfe! Geh weg, du hässliches Bobbelding, Mann! Was ist das denn jetzt für ein Scheiß, ey? Gibt's ja gar nicht! Ach so, ja, keine Ahnung, Alter! Oh Mann, ey! Der grausame Penisfisch! Was ist das für ein Endboss? Oh Gott. Ah, interdimensionaler Penisfisch. Der interdimensionale Penisfisch. Was für ein Scheiß. Oh Gott. Ah. Ah. Ey, Radagon ist cool, aber der interdimensionale Penisfisch. Nein, danke. Ah, Leute, ey. Auf YouTube. Leute, auf YouTube. Beim nächsten Mal. Irgendwann wird er fallen. Es war jetzt. Es geht schon. Ah, ich finde ihn nur irgendwie doof. Aber danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.